Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Hier ist wieder euer Leon und wir stehen jetzt hier voll vor Vulgobogas. Okay, ich glaube, das ist Vulgoga. Nein, doch nicht. Das ist ein neuer. Der ist grün. Oder blau? Okay, ich glaube mal ja blau. Okay, er hat irgendwelche komischen Krämpfe. Am besten wir lösen ihn mal eben ganz schnell, damit wir mal endlich anfangen können zu zocken. So, jetzt. Aber wir können direkt durchgehen. Nein, können wir nicht direkt durchgehen. Herzkammer. Ich werde erstmal die Klauen vernichten. Und dann noch das Wachs gehen. Oh, jetzt gibt es noch Plantonado. Ah, der macht schon definitiv mehr Schaden. Okay, die Klauen, die halten anscheinend richtig viel aus, wie ich sie. Wow, also die halten verdammt viel aus. Ich glaube, die Klauen, die sind total unnütz irgendwie. Und komm rein. Oh, okay, jetzt sollten wir uns auch nicht heilen. So. Komm mal ins Bild, sonst kann ich dich nicht mitteilen. Okay, das war eigentlich der einzige Zusatzeffekt hier mit dem Dingen hier. Der Rest ist eigentlich soweit gleich geblieben. Also die. Das ist der Gegner hier, der ist höchstens noch richtig stark. Okay, jetzt habe ich Scheiße gebaut, da wollte ich nicht drauf gehen. Aber die Klaue haben wir schon mal vernichtet. Das ist schon mal soweit sehr gut. Aber ich glaube die andere auch. Und wir erreichen erstmal ein Level. Das ist schon mal sehr cool. So, jetzt setzen wir uns mal kurz hier rein. Komm, Hundi. Ja, du musst doch schon rein hier. So, jetzt können wir aufladen. Und jetzt machen wir erstmal Damage. Aber du musst noch mal herkommen. Weißt du was, Rumi, am besten nicht, nimm dich mal kurz. Dann spazieren wir da mal kurz rein. Nein, jawohl. Super, guck dir mal Quantum mal hinterher. Trotzdem laden wir uns eben auf und dann geht's mit voller Pulle erstmal richtig schön drauf hier. So, 646 abgezogen. So, hier können wir uns erstmal heilen. Mitten im Sprung heilst du uns, sehr cool. Scheiße. Nochmal heilen. Ich werde einfach jetzt auf das Ding drauf dreschen, das ist mir jetzt glaube ich scheißegal. Macht da gerne Spielchen jetzt. Und drauf. Mit den Zaubern, da können wir mich noch mal leveln. So, jetzt kriegst du jetzt mal einen Hitzeblitz. So, Kollege. Da kannst du nämlich nie mehr mithalten. Aber bevor ich euch jetzt, bevor ich den Wetter kille, wollte ich euch mal einen kleinen Trick zeigen. Und zwar ist ein kleiner Bug von Secret of Evermore, weiß ich auch nicht, wie der gekommen ist. Wir können einfach den Hund nehmen, drücken die X-Taste, damit wir der Typ sind. Und dann können wir sowas von dermaßen schnell mit den ganzen Hitzeblitzen auf die Herzkammer draufklatschen. Das ist schon nicht mehr schön. Aber ich glaube, das ist auch schon kaputt. Ja, also. Das wäre ein kleiner Bug deswegen gewesen, aber das ist einfach zu langweilig so zu zocken. Weil ich meine, ein bisschen Spannung und sowas muss ja auch schon dabei sein. Deswegen zocken wir einfach ganz normal weiter. Sollte jetzt halt nur eine kleine Demonstration sein. Und du bist vernichtet, du komische Kracke, du. Juhu! Und wir sind ein Level abgekommen.
Ja, wir halten unsere Lanze relativ spät hoch. Okay, weiter geht's. Und wir halten das Wagenrad. So, was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Nur noch die Energiequelle, soweit ich weiß. Und Energiequelle und die Diamantenaugen, genau. Das waren die Sachen noch gewesen, die ihm gefehlt haben. Super gemacht, Hund. Die werden wir ihn jetzt auch noch auf jeden Fall besorgen. Na komm, häng nicht fest. Du hast genug Blätter. Ja, wir sind auch schon total overpowered hier. Na komm mal, kleiner Gegner. So. Flitzi, flitzi. Komm, lauf, 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 lauf. Und wir gucken nochmal, was er hier so für Zutaten für uns hat. Ja, ja. Wir wollen keine Formeln auswählen. Wir wollen Zutaten kaufen, Kollege. Wasser. Asche haben wir voll. Leben auch. Wachs natürlich. Und ja, das ist voll soweit. Ja, speichern wir auch direkt mal ab. Mit Stufe 27. Das ist schon relativ cool. Also ich habe auch noch nie ausprobiert, was die höchste Stufe von Secret of Evermore ist. Also bis wo man wirklich leveln kann. Aber ich schätze mal bei 50 ist Schluss oder sowas. Aber ich habe es nie gesehen, dass ein Spieler oder ein anderer Let's Player bis Level 99 gezockt hat. Also das wäre auch relativ schon wirklich krass. Also dann könnte man wirklich einfach so durchlaufen. Die Monster können eigentlich gar nichts mehr anhaben. Huni, du kannst schnüffeln. Dann kann ich hier deshalb noch ein bisschen leveln. So. Ach, unser Huni wird da oben auch angegriffen. Okay, ich hefte mal eben schnell. So. Da ist noch einer. Boah, komm her. Blumen. Ganz viele Blumen. Au. Null Punkte. Das tut weh. Nein, bitte nicht. Super, ein Punkt. Hey. Also das ist schon echt ziemlich geil gemacht, finde ich. So, hier auch noch ganz viele Blumen. So, Hundi, du kannst jetzt wiederkommen. Ich guck mal eben schnell nach, welchen Level wir jetzt sind. Ja, 260. Sieht schon relativ cool aus. Sind doch gleich voll mit dem Speer. So, wir gehen noch ein bisschen einkaufen. Wir haben ja eh genug Kohle, von daher. Alles klar, komm. Gib mir was raus hier. Was hast du denn so? Öl. Dann können wir ein bisschen noch den Hitzeblitz trainieren. Kristall haben wir voll. Welche Stufe hat denn jetzt der Hitzeblitz? Oh, bald Stufe 8. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich glaube, ich bin im Überlegen, ob ich den Feuerball eventuell weiter trainiere oder die komischen, ja, die Explosionen, weil die sind eigentlich relativ cool, die machen viel Schaden. Hm. Ich glaube, ich habe noch irgendwas hier in Erinnerung, was man machen könnte. Und zwar mit dem Hund irgendjemanden anlabern. Du bist sehr kräftig, du brauchst keine Rüstung. Aber vielleicht müsstest du ja Lederhalsband haben. Dein Härchen sollte ich jetzt kaufen. Okay. Er hat neue Sachen bekommen. Was denn für neue Sachen? Raptorleder, Schädelhelm und ein Klauenreif. Ich glaube, das sind sogar ganz gammelige Rüstungen. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Also, Klauendingen, ich schau mal eben schnell nach. Wo ist das Teil jetzt? Ist ein Armschutz. Ne, der Clownreif, der hat nur 5. Das ist schwachsinnig. Was ist mit dir? So, lau dich an. Ah ja, dann ich und du sind ein tolles Team. Super. Komm, geh weg da. Was geht hier ab? Oma, guck mal her. Was hast du zu zählen? Vorher hatte ich auch einen Hund. Er war sehr lecker. Okay.
Das Coolste ist überhaupt, dass hier Menschen mit einem Hund reden. Na komm, geh mal rein hier. Ich spreche nicht mit Hunden. Okay, mindestens ein vernünftiger. Ach, naja. Werden wir weiter mal gucken. So Leute, meine Zeit ist um. Ich werde mich mal natürlich wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.